Sie fragen sich, wie aus einem Joghurtbecher ein Tintenlöscher werden kann? Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die Entstehung des neuen Super Pirat Eco von Pelikan werfen. An der Grenze von Nordrhein-Westfalen zu Niedersachsen befindet sich das Werk der Systec Plastics GmbH. Hier lässt der grüne Punkt mit Hilfe von aufwendigen Verfahren aus Kunststoffabfällen des gelben Sacks hochreine Granulate der Marke Systalen entstehen. Um den Kunststoff von Etiketten, Inhaltsresten und anderen Fremdstoffen zu befreien, wird er durch mehrere Zerkleinerungs- und Trennungsstufen zu Mahlgut verarbeitet. Im Extruder wird der Kunststoff schließlich plastifiziert. Beheizte Schnecken im Inneren schmelzen den Kunststoff und homogenisieren ihn. Mit gezielt zugesetzten Additiven können die Spezialisten von Systec Plastics die Eigenschaften des Kunststoffs verändern, zum Beispiel seine Farbe. Das Kunststoffrecycling hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Es ist heute möglich, dass man Kunststoffe aus dem gelben Sack wieder in hochwertige Produkte bringt, beispielsweise in den Tintenlöschstift vom Pelikan. Bei Pelikan hinterfragen wir, basierend auf unserer Nachhaltigkeitsstrategie und in Unternehmenswerten, kontinuierlich die Wege der Herstellung und auch des Vertriebes unserer Produkte mit dem Ziel, jeden Tag ein nachhaltigeres Unternehmen zu sein. Wir entwickeln Produkte mit dem klaren Fokus auf ganzheitliche Ressourcenschonung und setzen bei der Konzeption von Verbrauchsgütern, Verbrauchsprodukten zunehmend auf recycelten Kunststoff. So hatten wir die Idee, für unseren neuen Pelikan Super Pirat Eco mit dem grünen Punkt zusammenzuarbeiten. Alle Tests verliefen erfolgreich und somit haben wir einen Tintenlöschstift mit mindestens 70% recyceltem Kunststoff. Die Kooperation mit dem grünen Punkt gefällt uns besonders gut, da sie eine lokale Wertschöpfungskette ermöglicht. Das Ursprungsmaterial kommt aus dem gelben Sack. Das Rezyklat wird in Deutschland aufbereitet und auch die Fertigung des Tintenlöschstiftes findet in Deutschland statt. Es braucht dazu mutige und innovative Unternehmen, die diesen Weg mitgehen und auch neue Anwendungsfelder suchen. Pelikan geht diesen nachhaltigen Weg und wir freuen uns, dass wir mit unserem Kunststoffrecyclat Systalen dabei sein dürfen.